ihr alle verstanden, was ich meine? Die Kunst. Die Kunst ist der Inhalt, das Ziel unseres Lebens. Die Natur bedeutet Körper. Und Körper bedeutet Schmerz. Aber Kunst. Kunst ist ewig und leicht. Kunst ist schöner als die Welt. Leichter als die Liebe. Kunst ist beständiger als das Leben. Mit der Kunst können wir alles wirklich werden lassen. Wir können unseren Träumen eine Form geben. Alles, was wir uns wünschen, wird wahr. Die Kunst ist... Also... Verzeihen Sie, aber das ist doch ein Unsinn, oder? Ich meine, es steht so im Text, aber finden Sie das wirklich? So etwas kann man doch heutzutage auf einer Bühne nicht einfach so behaupten. Wer wünscht sich denn so eine Welt? Das weiß doch jeder, dass Kunst unsere Wirklichkeit gar nicht verändern kann. Kunst? In Europa tobt ein Krieg und wir unterhalten die Leute. Wir verdienen damit unser Geld, das ist alles. Finden Sie das nicht auch? Herr Weil, sind Sie noch da? Können Sie nicht sehen, es ist so hell hier. Ich bin Schauspieler, ich muss doch dazu stehen können, was ich hier auf der Bühne sage. Ich bin völlig allein gelassen. Nee, so erreichen Sie das Publikum nicht! Fuchteln Sie nicht so! Machen Sie weniger, weniger! Wie ein Kind, das gerade erst geboren wurde! Pff. Regisseur raus. Assistentin hinterher. Und ich stehe dann hier und versuche weniger zu machen. Irgendwie nicht weniger machen. Ich kann ja auch nicht nichts machen. Mehr geht jetzt irgendwie auch nicht mehr. Es geht gar nichts mehr. Ich bin wie gelähmt. Und der Text taugt nichts. Ich habe doch etwas Wesentliches mitzuteilen. Deswegen bin ich doch Schauspieler geworden. Ist doch ganz einfach. Kunst ist in Wirklichkeit. Kunst ist in Wirklichkeit. Das weiß ich selber nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist irgendjemand noch hier? Herr Weil! Kunst, junger Mann. Ist Heimat. Art is my home. You understand? So. What is my country? My teacher was Italian. My wife is Austrian. France saved my life. I am living in New York. I was born in Germany. But this country exists not anymore. It is forever erased by the Nazis. I will never again speak German. Verstehen Sie, junger Mann? Aber was mir bleibt und immer geblieben ist, ist meine Musik. Es ist die Kunst, die einem bleibt, wenn alles andere weg ist. Was ist am Ende schon ein Land? Ein Stück Erde, nichts weiter. So, ist alles bereit? Können wir weitermachen, den Auftritt der Venus? Ja, ist alles bereit? Können wir Venus Auftritt proben? Die Boys sind in der Bühne mit der Stab, also ich meine Venus. Terry, bitte noch mal den letzten Monolog vor dem Venus Auftritt. Und machen Sie diesmal weniger, wie im Film, verstehen Sie? Sie spielen einen exzentrischen Millionär am Fancy-Gräuner-Baron. Das ist Musical und nicht Operette. Molly! Auf die Position. We're on Broadway. Dein großer Regisseur ist wieder bereit zu proben. Ja, das ist er. Los geht's, bitte. Kunst ist ewig und leicht. Kunst ist
schöner als die Welt und leichter als die Liebe. Mit der Kunst können wir alles wahr werden lassen. Wir können unseren Träumen eine Form geben. Alles, was wir uns wünschen, wird wahr. Kunst ist der wahre... Machen Sie weniger die Arme! Kunst ist die wahre Errungenschaft des Menschen. Der Gipfel der Zivilisation. Und der Höhepunkt dieses Gipfels. Das Kunstwerk, das den Begriff der Schönheit vollendet, ist die Statue der Venus von Anatolien. Psst, hey, großer Meister. Was ist los? Worum geht's? Er ist da. Wer? Der schäbige Bluthund, den Sie wegen der Statue nach Kleinasien geschickt haben. Doch nicht etwa Taxi Black! Wird wohl so geheißen haben. Und hat offensichtlich ohne größere Probleme mit so einem Namen die Passkontrolle passiert. Gewonnen! Ich war bereit, Chef. Ich war auch bereit, Chef. Ich warte schon nach einer Viertelstunde hinter der Bühne. Gemeinsam mit mir, Herr Professor. Wir warten seit einer Viertelstunde auf unseren Auftritt. Und warum seid ihr da nicht aufgetreten? Ich will einmal haben, dass dieser Auftritt klappt. Wir wollten ohne Venus nicht auf die Bühne kommen, Herr Direktor. Das letzte Mal sind Sie in die Luft gegangen. Das stimmt, Sie waren knallrot. Und wo ist die Venus jetzt? Taxi, wo ist die Statue? Sie wird gerade in den Lift verladen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, sie endlich loszuwerden. Ich habe kein Auge mehr zugemacht, seitdem ihr dieser Schlangenbeschwörer als Mörder die Statue übergeben hat. Was ist passiert? Alles! Wir sind keine 10 Minuten auf dem Schiff, als eine riesige Kiste voller Datteln Stanley auf den Kopf knallt. Zeig her, Stanley. Und wir befinden uns gerade auf Alexandria, als ihr ein fahrerflüchtiges Kamel rumrannte. Und wir sind auf der Landungsbrücke von Algeciras, als zwei Araber versuchten, sich gegenseitig abzuschlachten. Und das Nächste, was man sah, war der Dolch im Hintern von Stanley. Schon gut, Stanley. Sie werden doch nicht glauben, dass diese Zwischenfälle ein Zufall waren. Hören Sie zu, Mr. Savory, ich bin seit 25 Jahren Privatdetektiv. Irgendjemandem passt das nicht mit der Statue. Da bin ich ganz der Meinung. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Seitdem Whitelaw Savory die Statue der Venus von Anatolien das erste Mal sah. Von dem Tag an hat der große Sammler keine Ruhe mehr gefunden. Mutig, ungeachtet jedes persönlichen Risikos. Verzeihung, Liebster, das mag für die Regenbogenpresse vielleicht ganz gut klingen, aber jetzt ganz im Ernst, was hat diese Statue, was die anderen Venusse nicht haben? Wenn Sie es wissen wollen, sie erinnert mich an ein Mädchen, das mich verlassen hat. Eine Katastrophe für einen Sammler. Molly, das Mädchen, das habe ich verloren. Aber die Statue, die ist mein Eigentum. Vorausgesetzt, diese Tollpatsche von Spediteuren, die sie mir zustellen sollen, sehen. Und wenn ich die eigenständig vom Olymp hole, und Sie machen Sie weniger, junger Mann, weniger! Okay, meine Liebe, okay. Ich rufe euch dann, wenn das Orakel wieder in Stimmung ist. Machen Sie sich nichts draus. Sie haben einen europäischen Stil Theater zu spielen und Broadway is different. Das müssen wir alle lernen. Ich komme aus Holland. Seit 4 Monaten hier. Ich dachte, man merkt das nicht. Natürlich merkt man das. Aber in New York spielt das keine Rolle. Hier kommt jeder von woanders her und alle bekommen eine Chance. Diese Rolle hier, die könnte ihr Durchbruch sein. Amüsieren Sie sich. So, jetzt kommen Sie. Nur Mut. Ich habe hier ein Lied, das ich für Sie komponiert habe. Es ist ein Andantino und Poco Agitato. Wie in Good Old Europe. Gemächlich, aber doch auch angeregt. Sie verstehen? Probieren Sie mal. Thank you.
I lost my love. I never know where. Suddenly she was gone. The west wind stirred the meadow the night she slipped away. And I seem to glimpse her shadow when the west wind brushes the day. Bitte, weißt du, noch in dem Mist!
Zack! Ja? Wir sind schon da. Siehst du jemanden? Nein. Aber ich habe jemanden gehört. Was soll denn das für ein Auftritt sein? Wer hat denn diese Tollpatsche engagiert? Sie haben meine Szene zerstört! Ihr sollt die Venus hereinbringen, ohne zu singen. Und euer Text kommt später. Und nicht mit dem Rücken zum Publikum! Welche Venus? Ich glaube, der meint die da. Das soll die Venus sein. Jetzt tut dein Leben endlich was! Was soll die Venus sein? Die Statue! Wir haben keine Statue auf dem Lieferschein stehen. Nur das Bild und laufen als Möbel. Wir machen hier doch keinen Realismus! Hier im Text steht nichts von einem Lieferschein! Ihr sollt die Venus hier abstellen, dann kommt der kurze, winzige Dialog und ihr verschwindet wieder! Das kann doch nicht so schwer sein! Ja, wir liefern aber immer nur mit Lieferschein, sonst würden wir doch völlig durcheinander kommen. Sind Sie nur auf den Beinen? Sind Sie Herr Wiel? Herr Wiel? Weil! Sie meinen Weil! Warum nennen Sie mich nur Herr Wiel? Das sind meine Möbel! Junge Dame, dieses Bild ist von Oskar Schlemmer. Das hat er mir geschenkt bei seiner Übersiedelung nach Dessau, 1925. Das sind Ihre Möbel? Ja, mit dem Vorschuss von Volta Cioffinus konnte ich sie mir endlich aus Europa schicken lassen. Ja, wir waren bei Ihnen in der 62. Straße, da war aber niemand. Und der Domin hat gesagt, wir können Sie hier im Imperial Theater antreffen. Wir hätten das dicke Ding hier nicht in den Aufzug gekriegt. Wir laden das jetzt einfach hier. Nein, auf gar keinen Fall! Nein, auf keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Wir haben aber einen Zeitplan einzuhalten. Sie verstehen mich nicht, meine Herren. Wir verstehen Sie, aber Sie verstehen nicht, dass wir einen Auslieferungszeitplan haben und einen ziemlich unfreundlichen Boss. Dann kommen Sie mit und passen Sie auf das Bild auf. Ich bringe das in Ordnung. Please, I speak you little English. I only speak in that little few English. Since I am in this land, I no understand. Gut, Jack, dann gehen wir. Venus steckt hinter der ganzen Geschichte. Gloria hat mir erzählt, was sie aushält. Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Mama, dieser Wüstling ist gemein zu mir. Bitte? So benennt man sich in New York nicht gegenüber einer jungen Dame. Eigentlich ist er ja aus New Jersey. Ich meine, was kann man sich schon von jemandem aus New Jersey erwarten? Ich sage immer, in dem Moment, in dem man den Hudson River überquert, ist man im wilden Westen. Ja, Sie haben absolut recht. Sir, hier ist etwas Amerikanisches. Das wird Ihnen gefallen. Ja, I have been made to
ja furchtbar. Ganz, ganz schrecklich. So was kann man höchstens in Oklahoma spielen. Sie wollten doch was Amerikanisches. Das zwingt doch wie Amerika. Der Herr Regisseur versteht nichts von echter Musik. Komm, Gloria, wir gehen. Na, jetzt bleib ich jetzt recht. Ja, das habe ich befürchtet. Ich meine etwas ganz anderes. Sowas wie Irving Berlin. Er ist ein russischer Jude. Ich bin deutscher Jude. Wo ist der Unterschied? Dann eben Cole Porter. Wie man so sagt. Zum Reinbeißen. Soll es überhaupt sein? Venus oder so? Ha, tatsächlich, Venus von Anatolien.
hier aus wie zu lang gekochte Frankfurter. Sie haben mich mit jemandem anderen verwechselt. Ihr Wunsch, Mr. Savory. Ah, nein. Du bist es. Für wen halten Sie mich? Ich habe ohnehin schon genug Ärger. Mein Friseur. Bleib stehen und schau mir in die Augen. Statue ist weg. Die Statue ist weg. Taxi, Sie finden augenblicklich diese Statue und bringen sie hierher zurück. Wo ist der Friseur? Was? Weg! Stanley, bring mir sofort den Friseur her. Schalten Sie den Alarm an. Wozu haben wir das Zeug denn installieren lassen? Rodney Hatch, wo ist mein Ring? Ich versuche dir gerade zu erklären. Meine Mutter hatte recht. Sie
Fell, das ist mein Ring. Und ich gebe ihm, wen auch immer ich verdammt nochmal Lust dazu habe. Frauen, 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 ich kann sie nicht mehr riechen. Und das gilt auch für Sie. Or the macro-hater, or a pickpocket-hater love, or a salt who hates his amorous mate, that's how I'm sick of love. Or the hound is sick of me, or knife is sick of pitch, or a watchman yawns at beautiful dogs, that's how of love I'm sick. I'm sick of love when the world goes right, of love when the world goes wrong. The silver screens and the books and the magazines, they drip with love's old sweet song. I swear to you, my dear fool, and the bachelor saint above, as the secretary jokes and the boss says jokes. So I'm sick. That's how I am sick. That's how I'm sick of love. Gehen Sie nicht und besorgen sich ein ganz normales Kleid. Ein ganz normales Kleid. Habe ich in den letzten 3000 Jahren meine Wirkung so ganz und gar verloren? Trusted in love too much.
Man glaubt ihm kein Wort. Ich hatte auch keinen Text. Das, was Sie machen, ist vollkommen unglaubwürdig. Sie sind immerhin mit Venus allein in einem Zimmer. Eine Situation, um die Sie alle Männer beneiden würden. Das habe ich gehört! Ihr sprecht uns nach! Ich habe Sie gehört. Erinnern Sie sich, ob Sie schon einmal in so einer Situation waren? Das kann ich mit Gewissheit ausschließen. Ich war noch nie mit einer lebendigen Götterstatue allein im Zimmer. Haben Sie noch nie etwas von Sense Memory gehört? Das ist eine ganz neue Methode, Schraub zu spielen. Das ist der letzte Schrei in New York City. Wie soll das gehen? Das ist ganz einfach. Sie versetzen sich in eine Situation, die der, die Sie spielen, am nächsten kommt und rufen sich Ihre Erinnerung wach. Ihre ganz persönliche, Ihre ganz private Erinnerung. Was haben Sie sich gewünscht, als Sie das erste Mal alleine mit einem Mädchen im Zimmer waren? Zuckerwatte. Die aus dem Zoo im Central Park mit Erdbeeren. Zuckerwatte. Das darf doch nicht wahr sein. Ich meine natürlich, als Sie schon erwachsen waren. Sie erwachsen in einem Zimmer mit einem Mädchen. Selbstverständlich, als ich erwachsen war. Weil mich schon damals der Geschmack von Zuckerwatte an das allererste Mal erinnerte, als ich verliebt war. Es war Sally aus Brooklyn. Wir kannten uns von der Schule und eines Tages kam sie zu mir und hat mir diese Zuckerwatte mitgebracht. Die haben wir dann gemeinsam gegessen und das war dann mein erster Kuss. Und ihre glaube ich auch. Das ist ja unfassbar peinlich und völlig unbrauchbar. Sie müssen doch ein bisschen Traumtemperatur ausstrahlen. Wo ist Ihre Männlichkeit? Es handelt sich immer um Venus. Wir proben das ein andermal weiter. Ich will jetzt einen Whisky und eine Zigarette. Aber eines Abends will ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei?
Können Sie sich vorstellen, wie erniedrigend das war, als ich einen Tag vor dem Ausreiseverbot für Juden von Caspar Neher nach Frankreich gefahren wurde, in seinem eleganten Hanomag, und die Buben auf die staubige Kühlerhaube Hakenkreuze gemalt haben. Die französischen Zöllner haben uns gesagt, die sollen wir besser abwischen. Die kommen in Paris nicht so gut an. Sie haben Deutschland gerade noch am letzten Tag verlassen. Alles, was ich hatte, waren zwei Koffer, die ich halbherzig gepackt hatte. Das meiste waren Noten. Wir haben uns alle nicht vorstellen können, was passieren würde in Europa. So etwas übersteigt die niedrigste Fantasie. Ja, und Lenya. Die war mit ihrem Liebhaber sehr gut an der Riviera und hat ihr ganzes Geld verspielt. So war das. Ach. Ja, ich dachte immer, Sie und Lenya wären ein Herz und eine Seele. Man nennt sie ja auch fast immer in einem Atemzug. Ein Herz und eine Seele? Na gut, am Ende trifft es das schon ganz gut. Aber vielleicht müssen die Herzen ja nicht immer bei den Seelen wohnen und umgekehrt. So, dann haben Sie deshalb nichts Politisches mehr geschrieben. Dann haben Sie deshalb Ihren Stil so verändert. Nicht wegen der Politik, sondern... Ich habe meinen Stil verändert. Ich habe mich einfach weiterentwickelt. Als Künstler ist man immer davon beeinflusst, wo man lebt. Und Amerika ist ein wunderbares Land. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders wohnen zu können. Ich empfinde ein großes Gefühl der Dankbarkeit und Anhänglichkeit für meine neue Heimat. Und eine Interesselosigkeit für Europa. Das Publikum hier ist herrlich naiv, aufnahmefähig, wissensbedürftig. In Deutschland ist es spießig, unsinnig und bösartig. Ich werde nie wieder auch nur ein einziges Wort Deutsch sprechen. Meine Sprache ist die Musik. Und wissen Sie, was wir hier heute machen, Nana? Wir schaffen das Genre der amerikanischen Oper, die es vorher niemals gab. Lassen Sie es die Leute Musical nennen, aber wir schaffen die neue Form der amerikanischen Oper. Und das ist sehr wohl politisch. Sie schaffen sich also mit der Musik
Eine neue Heimat im Exil. Jeder Mensch lebt im Exil. Es gibt ja nicht nur das geografische Exil, sondern auch das Exil in der Zeit. Selbst wenn ich in Deutschland geblieben wäre, es wäre nicht mehr das Deutschland meiner Jugend gewesen. Ich hätte permanent im Exil meiner eigenen Erinnerung leben müssen. Wir sind alle überall nur fremd. Wir sind alle überall nur zu Gast. Im Raum und in der Zeit. Tell me, is love still a popular suggestion? Or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with the heart. I'm a stranger in myself. Gestohlen. Ich rufe die Kriminalpolizei. Ja. Nein,
Warten Sie. Das ist eine private Angelegenheit. Ich werde höchstpersönlich das gesamte Friseurgeschäft durchsuchen. Also gehen Sie jetzt in dieses Friseurgeschäft? Ja, warum nicht? Rodney Hedge hat dort sicherlich meine Statue versteckt. Vergessen Sie nicht, Sie sind ein exzentrischer Millionär, aber nicht James. So. Und jetzt müssen Sie sich einen Friseursalon vorstellen. Den Friseursalon von Rodney. Taxi wird von Rodney rasiert. Savory kommt dazu. Hier sind die Männer unter sich und klagen sich ihr Leid mit den Frauen. Passen Sie auf. I once loved a girl out in Flatbush. She was a picture of beauty and grace. But she thought kittens came from a cat bush, and she never had heard of first base. So I no longer travel to Flatbush. Though the girl's wealthy and pure, but whenever I try my desires to confide, her mind was upon her coffee or man schon längst gefunden hat. Das verstehe ich nicht.
Männer verstehen die offensichtlichsten Dinge nicht. Kein Wunder, wenn sie dann unglücklich sind und Kriege führen. Haben Sie schon mit dem Innenminister telefoniert? Mit dem Geheimdienst? Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, Venus zu finden. Ich habe ein Vermögen für Sie bezahlt. Na, Cupido, Ihre Sorgen möchte ich mal haben. Lassen Sie mich kurz die wichtigsten Figuren dieser Tragödie vorstellen.
Dr. Harley Harvey Cripple. Bell Animal, die Frau, der er überdrüssig war. Und Ethel Nave, seine kleine, junge, hübsche Sekretärin. Ist es in Ordnung, wenn ich mich jetzt so gut fühle? Sei nicht so bescheiden. Ich kann nichts dafür. Ich frage mich die ganze Zeit, warum eine so wundervolle Frau ihre Zeit mit mir verschwendet. Wenn du dich jemals veränderst, verlasse ich dich. Musik
gedacht habe, nie mehr wiederzusehen. Wer bist du? Eine Fremde. Mir bist du nicht fremd. Es ist, als ob wir uns wieder treffen würden, nach einer langen Reise. In eine Erinnerung verliebt. Sie sind nicht gerade so praktisch veranlagt, habe ich recht? Wieso, was meinen Sie? Man hat relativ wenig Spaß mit Erinnerungen an verregneten Nachmittagen. Ich muss sagen, Sie sehen das recht abgeklärt. Nein, nur einfach realistisch. Gibt es irgendetwas Ermüdenderes auf dieser Welt, als die wehmütig schmachtenden Seufzer zwei gebrochener Herzen bei Abschiedsszenen im Mondenschein? Liebe ist nicht das ersterbende Schluchzen einer fernen Geige, sondern das triumphierende Quietschen einer Bettfeder. Ich merke gerade, wir beide verstehen uns ausgezeichnet. Nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe Ihnen nur meine Sichtweise erklärt. Das war keine Aufforderung. Dann möchte ich diese Sichtweise gerne an einem etwas abgelegeneren Ort diskutieren. Offensichtlich fühlen Sie sich bereits hier etwas zu sehr zu Hause. Danke. In Ordnung. Aber ich muss Sie warnen. Ich bekomme Sie noch. Wenn Sie es am allerwenigsten erwarten. Ich werde alle Waffen benutzen. Ich werde lügen, betrügen, stehlen, verleumden. Wann sehen wir uns wieder? Wahrscheinlich schon sehr bald. Bis dahin, wenn Sie irgendetwas brauchen, einen Rivalen aus dem Weg schaffen wollen, einen fliegenden Teppich, egal was, dann kommen Sie einfach zu mir. Sofort, keine Sorge. Verzeihen Sie, Sie haben nicht zufällig irgendetwas gegen Mr. Sable, oder? Nein. Missverstehen Sie mich, ich finde ihn sogar ausgesprochen attraktiv. Natürlich. Er hat die Moral eines Einbrechers und das Temperament eines Ausgiftskochs. Also warum zögern Sie noch? Egal, was er ist jedenfalls nicht langweilig. Kommen Sie, lassen Sie mich für einen Augenblick Ihr Tagebuch spielen. Was finden Sie so interessant an diesem kleinen Spießer? Wenn ich das wüsste. Vielleicht ist er meine Bestimmung. Meine früheren Männer waren alle diese heldenhaften Typen. Ich möchte jetzt jemanden, von dem noch niemand etwas gehört hat. Das ist tatsächlich das Aufregendste, was man von Gott nennen kann. Ich musste mich davon nicht abbringen. Ich will ihm die Krawatten aussuchen und ihm den Scheitel nachziehen. Also mit anderen Worten, sobald man das gefunden hat, was man liebt, möchte man es verändern. Natürlich. Ich bin ja verliebt in ihn. Hoffentlich hält er das aus. Warum nicht? Nach einem Gedicht von Brecht. Ich
habe schon jahrelang kein Brecht-Gedicht mehr vertont und hatte mir auch eigentlich geschworen, naja, für Sie habe ich eine Ausnahme gemacht. Für mich? Was für eine Ehre, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte Ihnen auch nur zeigen, dass ich mich nicht verändert habe, dass ich immer noch derselbe bin. Es heißt Nanas Lied. Darf ich sehen? Thank you.
habe so Angst, dich zu verlieren. Du wirst nie wieder alleine sein, Rodney. Das verspreche ich dir. Denk nur, wie schön wir es haben werden. Hast du schon jemals etwas von Ozone Heights gehört? Nein, was ist das? Das ist ein riesiges Immobilienprojekt auf Staten Island. Jeder Bungalow sieht genau gleich aus. Es gibt einen elektrischen Müllschlucker und ein Radio, das aussieht wie ein offener Kamin. Und einen offenen Kamin, der aussieht wie ein Radio? Und wenn man den Mietvertrag unterzeichnet, bekommt man ein Jahresabo von Reader's Digest. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ein schöner, großer Spielplatz. Für die Kinder, wenn sie im richtigen Alter sind. Du solltest vielleicht etwas mit einem Teich suchen. Mit mir kriegst du ja vielleicht sogar Schwäne. Mama mia! Wenn ich dich jetzt schon so nenne, stell dir vor, wie sehr ich dich erst in 5 Jahren lieben werde. Ich hoffe, ich werde die richtige Frau für dich sein. Warum solltest du nicht die richtige sein? Wenn wir erst verheiratet sind, bist du die überdrüber Hausfrau. Liebling? Ja? Wie werden wir denn sein, du und ich, in 5 Jahren? Wir werden ein altes Ehepaar sein. So wie Fred und Wilma Feuerstein, das verkaufe ich sein. Da fällt mir ein, ich hatte schon seit 2 Tagen keine Zeit mehr. Tracy gibt es nur noch nicht. Und wenn du mich jeden Tag siehst, wirst du mich auch jede Nacht wollen? Natürlich. So geht es doch allen verheirateten Menschen, oder? Ich habe es nie geschafft, so zu sein wie alle anderen. Keine Sorge. Ozone Heights wird alles ändern. Sehen Sie, Mr. Will? We are on Broadway.